Als nächster Redner spricht nun Kollege van Ooyen von der Fraktion Die Linke. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Der Landeshaushalt, den der Finanzminister heute hier einbringt, ist das Resultat glücklicher Umstände, würde ich eher sagen. Glücklicher Umstände für diese Landesregierung. So plant die Landesregierung mit deutlich steigenden Einnahmen. Allein die Steuereinnahmen sollen im nächsten Jahr um 1,2 Milliarden € steigen. Als noch das im Vergleich zu diesem Jahr. Gleichzeitig profitiert das Land von historisch niedrigen Zinsen und einem leichten Sinken der Zahlungen in den Länderfinanzausgleich. Das alles hat aber wenig mit erfolgreicher schwarz-grüner Landespolitik zu tun, lieber Herr Kaufmann, sondern ist vor allem, wie gesagt, das Resultat günstiger Umstände. Wie aber selbst das Hessische Finanzministerium in einem Werbefilmchen zum aktuellen Landeshaushalt anmerkt, ist nicht alles rosa-rot. Was kosten eigentlich diese Werbefilmchen, Herr Finanzminister? Würde ich gerne wissen. So muss man auch bei der positiven Entwicklung der Einnahmen ganz deutlich sagen, die Steuereinnahmen reichen auch jetzt noch nicht aus, um die eigentlich notwendigen Ausgaben des Landes zu finanzieren. Nach wie vor gibt es bei den Einnahmen eben keine Entwicklung, die dafür sorgt, dass die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich durch die Umverteilung von Vermögen überwunden werden kann. Nehmen Sie allein die Debatte um die Erbschaftssteuer. Selbst die Sozialdemokraten im Bundestag haben fast geschlossen für die von der Union geforderten verfassungswidrigen Steuergeschenke an die Millionenerben gestimmt. Dabei wäre gerade die Erbschaftssteuer ein wichtiger Bestandteil für die Finanzierung notwendiger Maßnahmen im Bildungsbereich, beim Wohnungsbau und bei Investitionen in die Energiewende und bei der modernen Infrastruktur. Kurz gesagt, wer sich heute über den Stand der Einnahmen des Landes freut, der verkennt, dass es noch viel zu tun gibt, bevor wir von einer sozial gerechten Politik in Hessen sprechen können. So erweist sich die Schuldenbremse bereits heute, wo viele behaupten, die Steuereinnahmen wären besonders gut, als enormes Risiko für die Zukunft. Denn bereits jetzt, in guten Zeiten, sinken die Ausgaben für Investitionen real auf ein gefährlich niedriges Niveau. Anders gesagt, unter der Überschrift der Generationengerechtigkeit führt die Schuldenbremse dazu, dass der Landeshaushalt auf Kosten nachfolgender Generationen schön gerechnet wird. So sieht es etwa im Landeshaushalt schön aus, wenn die geplanten Investitionen nominal etwas steigen. Gleichzeitig sinkt aber die Investitionsquote des Landes und der Kommunen. Dazu kommt, dass uns der Finanzminister regelmäßig auch erklärt, dass für Investitionen weniger ausgegeben wurde, als in den Planansätzen vorhanden war. Hier entsteht mittlerweile offenbar eine Mentalität, als seien Investitionen vor allem dafür da, den Haushaltsabschluss besonders positiv darzustellen. Das aber ist nicht sparsames Wirtschaften, sondern eine gefährliche Knauserei. Dann nützt es auch dann nichts, wenn das Land sich für ein kommunales Investitionsprogramm feiern lässt. Denn wir alle wissen ganz genau, dass die Ausgaben dieses Programms noch nicht einmal ausreichen würden, um die notwendigen Investitionen im Schulbereich in den Städten Frankfurt und Wiesbaden zu decken. Was wir aber leider nicht wissen, ist, wie hoch der Investitionsbedarf in Hessen insgesamt ist. Trotz doppischem Haushalt wissen wir es schlicht nicht, wie hoch der Investitionsbedarf ist, und haben auch keine annähernde Schätzung. Klar ist nur, die Investitionen der vergangenen Jahre haben nicht ausgereicht, um auch nur die Substanz öffentlicher Infrastruktur im Land und in den Kommunen aufrechtzuerhalten. Wenn jetzt auch noch die Investitionsquote weiter sinkt, dann ist das nicht nur eine Frage politischer Präferenzen, sondern eine Frage, wie lange das noch gut gehen kann. Nicht alles ist rosa-rot, so das Finanzministerium. Damit haben Sie recht. Vor allem
ist es für die Beamtinnen und Beamten des Landes nicht rosarot. Die werden nämlich schwarz-grün, sei Dank, von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt. Dann nützt es auch wenig, wenn jetzt Hessen endlich damit beginnt, die Arbeitszeiten seiner Beamtinnen und Beamten an den bundesdeutschen Standard wieder anzunähern. Von Gleichstellung wird so schnell ja keine Rede sein können. Ganz im Gegenteil rühmt sich das Finanzministerium auch noch dafür, dass die strukturelle und vorsätzliche Schlechterstellung der Beamtinnen und Beamten in Hessen eine dauerhafte Entlastung von 240 Millionen € bedeutet. Jedes Jahr enthält das Land Hessen, also seinen Beamtinnen und Beamten, gut eine Viertelmilliarde €. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn es immer schwieriger wird, in Hessen gutes Personal dauerhaft in den öffentlichen Dienst einzugliedern. Und wir reden hier ja auch nicht nur darüber, dass die Menschen es sich nicht mehr leisten können, ein Haus zu bauen und zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Wir reden hier über Fachbereiche, in denen es faktisch nicht mehr möglich und überhaupt nicht möglich ist, von den Bezügen zu leben, etwa im Forstbereich, wo die Personaldecke zusehends überaltert. Da finden Sie im Rhein-Main-Gebiet niemanden mehr, schlicht weil sich die Leute keine Wohnung mehr leisten können. Von Urlaub und Familie gründen kann da noch gar keine Rede sein. Gleichzeitig feiert sich diese Landesregierung dafür, zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen zu schaffen. Das Problem dabei ist nur, dass die Kosten dafür bei 135 Millionen € liegen. Wenn man also so tut, als sei der Verzicht auf die Besoldungsanpassung die Bedingung für die zusätzlichen Stellen, so muss man feststellen, dass die Landesregierung bei diesem Geschäft die Beschäftigten um 105 Millionen € prellt. Das Geld, was sie den Beschäftigten vorenthalten, geht eben gerade nicht vollständig in zusätzliche neue Stellen, etwa um die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten endlich zu normalisieren. Das Geld wird auch dazu verwandt, um die Personalausstattung bei der Polizei oder im Bildungsbereich zu verbessern. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten wird nicht angehoben, weil die Landesregierung nicht willens und nicht in der Lage ist, ihrer Einnahmeverantwortung nachzukommen. Wir wussten ja schon länger, dass die CDU eine Vermögenssteuer ablehnt. Und auch bei den hessischen Grünen kann man sich getrost darauf verlassen, dass sie auch in Zukunft alles mittragen werden, was eine wirksame Umverteilung des Reichtums in unserer Gesellschaft verhindert. Du bist dir da treu, lieber Frank, ich weiß das. Richtig heikel wird es aber im aktuellen Landeshaushalt, wenn man für eine wesentliche Steuerart schlicht keine Rechtsgrundlage hat. Nicht weniger als 536 Millionen € Erbschaftssteuer hat der hessische Finanzminister in diesem Haushalt eingeplant. Allein das im Moment angewendete Erbschaftssteuergesetz ist verfassungswidrig. Und mit Verlaub, das Gesetz, das der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD beschließen wollte, ist es mit aller Wahrscheinlichkeit auch. Fakt ist aber, dass es Bund und Länder versäumt haben, eine verfassungskonforme Erbschafts- und Schenkungssteuer auf den Weg zu bringen. Seit dem 30. Juni ist die Rechtsgrundlage, so das Urteil der Verfassungsrichter, nicht mehr anwendbar. Man darf gespannt sein, ob sich die Karlsruher Richter das noch lange so ansehen werden. Ich jedenfalls hoffe, dass die geplanten Steuergeschenke für Milliardärskinder, die auch von fast allen SPD-Bundestagsabgeordneten, leider waren nur fünf SPD-Abgeordnete dagegen, mitgetragen wurden, dass dies im Grunde genommen eine Besteuerung von Vermögen und dazu eben auch die Betriebsvermögen dann ermöglicht. Es kann, wie gesagt, doch nicht angehen, dass die Quanterben mit Steuerzahlungen davonkommen, die sie aus der Dividende von einem einzigen Jahr bestreiten können. Wer hier eine verfassungsgemäße Erbschaftssteuer mit dem Kampfbegriff der Familienunternehmen verhindert, der verhindert bewusst, dass wir in Deutschland Dynastien von Superreichen haben. Damit werden auch nicht die kleinen Familienbetriebe geschützt, sondern Superreiche von angemessener Besteuerung verschont. Nichtsdestotrotz steht diese Steuer nun mit dem genannten Betrag von 536 Millionen € im Haushaltsentwurf.
Ich gehe doch davon aus, Herr Dr. Schäfer, dass Sie eine Vorstellung haben, auf welcher Rechtsgrundlage dieser Betrag zustande kommt. Und ich verlange, dass Sie hier einmal erläutern, wie sich die Hessische Landesregierung eigentlich die Weiterentwicklung der Erbschaftssteuer vorstellt. Dazu kommen auf Bundesebene ja noch weitere Fragen. So etwa wundert man sich zunehmend, wie es sein kann, dass die Bundesländer sich beim Länderfinanzausgleich nur mittlerweile einig wurden, während Bundesfinanzminister Schäuble hier offenbar weiter mauert. Denn gleichzeitig erklärt dieser Bundesfinanzminister schon einmal, dass er Steuergeschenke in zweistelliger Milliardenhöhe für Reiche nach 2017 verteilen will. Ich würde doch erwarten, dass die Hessische Landesregierung einmal klärt, dass dieses Geld nicht für Steuergeschenke zur Verfügung stehen darf, sondern zur Deckung des Investitionsbedarfs in den Ländern dringend gebraucht wird. Und gebraucht werden natürlich Einnahmen, das sieht ja selbst diese Koalition der Schuldenbremse mittlerweile ein, auch für zusätzliches Personal. Wir haben gestern in der Debatte zur Regierungserklärung schon viel davon gehört, wofür sich diese Landesregierung feiert und warum es richtig ist, zusätzliche Lehrerstellen zu schaffen. Ich nehme das zunächst einmal zur Kenntnis, denn substanzielle Verbesserungen im Schulbereich wird es wohl auch im nächsten Jahr nicht geben. Gerade im Schulbereich haben wir in den letzten Jahren immer wieder gefordert, deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer einzustellen. Immer wurden diese Forderungen auch abgelehnt, weil ja durch sinkende Schülerzahlen eine demografische Rendite entstehen würde. Also, weil sich bei gleichbleibenden Stellenzahlen für Lehrerinnen und Lehrer das Betreuungsverhältnis verbessern würde. Nur ist es eben so, dass die Schülerzahlen weiter steigen. Die versprochene und schon mehrfach verteilte demografische Rendite gibt es nicht und hat es nie gegeben. Sie ist der plumpe Versuch, auf Kosten junger Menschen an der Bildung zu sparen. Und auch bei der Polizei soll es nun zusätzliche Stellen geben. Allein die Frage, ob das ausreichen wird, die offenbar strukturell anfallenden Überstunden dauerhaft abzubauen, bleibt abzuwarten. Auch das wird also, wenn überhaupt, höchstens ein kleiner Schritt sein, um die Arbeitssituation der hessischen Polizei wieder auf ein Normalmaß zu führen. Insgesamt nehmen wir zur Kenntnis, dass mit mehr Personal geplant wird. Immerhin gesteht die Landesregierung damit ein, dass es einen erheblichen Personalmehrbedarf gibt, dass aber gleichzeitig die im Koalitionsvertrag vereinbarten Stellenabbauprogramme weiterverfolgt werden, ist schlicht ein Schildbürgerstreich. Auf der einen Seite zusätzliche Stellen zu schaffen und auf der anderen Seite von Stellenabbauprogrammen zu reden, ist ein schlechter Witz. Uns allen ist klar, dass es nächstes Jahr mehr Personal im Landesdienst geben muss. Hier von Stellenabbau zu reden, ist schlichter Unsinn. Dabei gäbe es ja durchaus Stellen, die man, sagen wir, sinnvoller einsetzen könnte. Statt aber nur Stellen zu schaffen, die sinnvolle Aufgaben erledigen, macht sich die Landesregierung auch in diesem Jahr wieder daran, zusätzliche Zitronenfalter einzustellen. Nun natürlich falten die keine Zitronen, aber die Verfassung schützen sie sicher auch nicht. Die Rede ist von den hessischen Geheimdienstlern, die bisher jeglichen Nachweis schuldig geblieben sind, dass ihre Arbeit dem Lande nützt. Und dennoch will die Landesregierung hier zusätzliche Stellen schaffen. Das lehnen wir ab. Wir haben schon immer gesagt, dass alles Geld, was zusätzlich in den Ausbau von Repression und Überwachungsstaat gesteckt wird, signalisiert mit, was wir schon als Kriegsdienstverweiger immer gesagt haben, zu viel Panzer, zu wenig Hirn. Und auch an dieser anderen Stelle wundere ich mich sehr, wofür die schwarz-grüne Landesregierung Geld ausgibt. Auch wenn es in der Sommerpause am Flughafen Kassel-Calden ruhig geblieben ist, und das ist wörtlich zu verstehen, muss man darüber reden. Die schwarz-grüne Landesregierung hat eigentlich vereinbart, dass der Flughafen sein Ergebnis jedes Jahr um 10% verbessert. Nun soll man meinen, dass das sich auch im Landeshaushalt bemerkbar macht. Tatsächlich plant der Finanzminister aber nicht weniger Geld für Kassel-Calden ein,
sondern sogar noch ein bisschen mehr. Im Vergleich zum abgelaufenen Jahr 2015 planen Sie dort für das Jahr 2017 271.000 € mehr ein. Sie rechnen also überhaupt nicht damit, dass sich der Flughafen im nächsten Jahr positiv entwickeln wird. Und weil das so ist, sollten Sie nun auch so ehrlich sein und endlich die Reißleine ziehen. Stufen Sie den Flughafen ab und geben Sie ihm eine realistische Perspektive als öffentliche Infrastruktur. Gerade von den GRÜNEN würde man hier ja etwas mehr Druck erwarten, aber offensichtlich haben Sie sich schon damit abgefunden, dass Sie beim Thema Calden an Ihren Koalitionspartner gefesselt sind. Ich kann Ihnen nur raten, halten Sie sich hier nicht still. Gerade auch in den Haushaltsberatungen muss hier mehr rauskommen als ein dünner Hinweis im Haushaltsplan, in dem es heißt, ich zitiere, die Flughafen GmbH Kassel-Calden hat den Auftrag erhalten, das Geschäftsmodell dahingehend anzupassen, dass der von der Landesregierung vorgesehene Abbaupfad im Hinblick auf die Gesamtbelastung eingehalten wird. Zum Drehkreuz für Billigflieger wird Calden nicht mehr werden. Sorgen Sie also dafür, dass sich dieser Regionalflughafen nicht bald einreiht in eine Liste von ähnlichen Projekten. Fragen Sie nur einmal bei den Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz. Die können Ihnen dazu sicherlich Näheres erläutern. Es reicht Ihnen lediglich, die gröbsten Ungerechtigkeiten der Regierung Koch zurückzunehmen. Deshalb haben Sie sich zufrieden gegeben mit dem einmal angehobenen Sozialpaket. Dieses Sozialbudget ist aber nur ein winziger Schritt, den Sie gemacht haben. Eine wirkliche auf die sozialen Bedingungen und auf die sozialen Fragen eingehendes Sozialbudget verlangt andere Schritte als das, was im vergangenen Jahr eingeleitet wurde. Dazu kommt auch noch, dass die Große Koalition in Berlin mit schmutzigen Deals dafür sorgt, dass weniger Menschen sich zu uns in Sicherheit flüchten können und auch in diesem Bereich die Kosten für humanitäre Hilfe im Landeshaushalt nicht weiter steigen. Herr Dr. Schäfer, Sie sprachen in Ihrer Rede davon, dass wer nicht von politischer Verfolgung, Krieg und Terror flüchtet, muss schnellstmöglich und konsequent in seine Heimat zurückgeführt werden. Dieses erleben wir als eine zentrale politische Aussage, die weit in die Mitte der Gesellschaft hineinragt. Ich will in diesem Zusammenhang einen Aufklärer zitieren, um mal grundsätzlich eine Bemerkung dazu zu machen. Immanuel Kant schreibt im Vom ewigen Frieden Folgendes, dass die Menschen vermöge des Rechts, des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander gedulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem Ort der Erde zu sein mehr Recht hat als der andere. Kant spricht von einem Hospitalisationsrecht auf einer Erde, die der ganzen Menschheit gehört und die auf ein Weltbürgerrecht ausgerichtet sein muss, zumal in einer globalisierten Welt. Aber was haben Sie schon mit der Aufklärung zu tun? Wir wollen einen solchen Humanismus für verbindlich erklären, der sich an den Forderungen der Französischen Revolution der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit orientiert. Wir werden im Parlament, aber auch auf der Straße den rassistischen und nationalistischen Positionen von AfD, FDP, CSU und zunehmend auch von der CDU unsere politischen Alternativen entgegenstellen. Und so ist dieser Haushalt nichts anderes als ein schwarz-grünes Weiter-so. Ein Haushalt, der darauf aus ist, möglichst den Eindruck zu erwecken, dass alles gut sei. Dabei ist nichts gut, und ein Politikwechsel wäre dringend notwendig. Ein Politikwechsel, der die Spaltung der Gesellschaft kleiner werden lässt, der den Reichtum wieder von oben nach unten umverteilt, und eine Landesregierung, die sich auch auf der Bundesebene lautstark dafür einsetzt. Stattdessen aber erleben wir Grüne, die sich langsam schwarz regieren und hoffen, dass es auf Bundesebene irgendwie reichen wird, um sich endlich mit CDU und CSU an den Kabinettstisch zu setzen. Wir werden auch in diesem Jahr die Beratungen zum Haushalt nutzen, um zu zeigen, wie wir uns einen Politikwechsel vorstellen. Wir werden das mit vielen Anträgen deutlich machen, klugen Anträgen, lieber Herr Kaufmann, klugen Anträgen wie in den letzten Jahren.
Denn unsere Alternative heißt Umverteilen und solidarische Teilhabe. Nur so wird der Politikwechsel möglich, der dringend erforderlich ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege van Ooyen. Die nächste Wortmeldung ist der Kollege Jörg Oberhahn, FDP-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Haushaltspolitik von Schwarz-Grün lässt sich in den Augen der Freien Demokraten in einem Satz zusammenfassen. Der Landeshaushalt wird in diesen guten Zeiten ruiniert. Statt die aktuelle Situation zu nutzen, um die Zukunftsfähigkeit Hessens zu sichern, werden die üppigen Mehreinnahmen verfrühstückt. Schwarz-Grün hat in 2017 rund 6,5 Milliarden € mehr zur Verfügung, als das im Jahre 2013 die ehemalige Landesregierung hatte. 6,5 Milliarden € mehr. Dass vor dem Hintergrund dieser außergewöhnlichen Situation immer noch 350 Millionen € neue Schulden aufgenommen und an dem veralteten Abbaupfad festgehalten werden soll, ist in den Augen der Freien Demokraten nicht nachvollziehbar. Hier soll ganz offensichtlich eine Wahlkampfkasse über Rücklagen finanziert werden. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre der Zeitpunkt richtig, die Neuverschuldung zu beenden und in die Zukunft zu investieren. Ich kenne ja viele Haushaltsdebatten in diesem Hause, und natürlich gehört es, ich glaube, der Ministerpräsident hatte sich vorhin darüber aufgeregt, zu dem Ritualen, dass der jeweilige Finanzminister alles gut findet, dass die ihn tragenden oder tragende, hatten wir ja auch schon gehabt, Fraktion das genauso sieht und dass die Oppositionsfraktionen, hatten auch mal nur eine Oppositionsfraktion, das nicht gut findet. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr, sehr geehrter Herr Finanzminister, Sie und das Kabinett, die den Antrag ja vorgelegt haben, uns dazu zwingen wollen, in dieses Ritual zu verfallen. Ich musste vorhin wieder grinsen, als ich aus Ihrem Munde gehört habe, dass es bei der Frage der Netto-Neuverschuldung, also auf den Haufen 44 Milliarden Schulden kommen weitere 500, 340, 360, wie auch immer Millionen Schulden obendrauf, dass das ein ehrgeiziger Abbaupfad sei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen Intellektualität erfordert es von uns schon, das zu verstehen. Ich habe mich dazu durchgerungen, sehr viel Intellektualität zu investieren. Ich habe es trotzdem nicht verstanden. Ich will Ihnen sagen, Herr Dr. Schäfer, warum ich das nicht verstanden habe. Ich will auch allen sagen und erbitte auch, dass diejenigen, die uns begleiten und kommunizieren, es zur Kenntnis nehmen. In diesem Haushalt gibt es bereinigte Einnahmen von 26,79 Milliarden Euro. Im Jahr davor waren es 24,997, also knapp 2 Milliarden Euro mehr Einnahmen im Vergleich 2016/2017. Noch einmal knapp 2 Milliarden Euro nach Ihren eigenen Zahlen, die Sie auch vorhin noch einmal stolz in Ihrer Presseerklärung mit verkündet haben. Knapp 2 Milliarden zusätzliche Einnahmen. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss man noch Schulden machen? Muss man dann wirklich noch 350 Millionen neue Schulden aufnehmen? Und zwar egal, ob wir derzeit eine Nullzinsphase haben. Ich komme dazu nachher noch einmal, oder nicht? Was treibt Sie denn dazu, uns dann auch noch hier zu erklären, es sei ein ehrgeiziger Abbaupfad? Und ich bin mir sehr sicher, dass Kollege Dr. Arnold diese Melodie gleich noch einmal versucht zu intonieren. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, Kollege Dr. Arnold, wenn Sie auf der einen Seite knapp 2 Milliarden zusätzliche bereinigte Einnahmen haben, dann darf es nicht sein, dass man auf der anderen Seite noch zusätzliche Schulden machen muss. Das ist unverantwortlich. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Und was daran ehrgeizig sein soll, ich habe es nicht verstanden, aber vielleicht wird es ja Kollege Dr. Arnold uns noch einmal
erklären. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allein an diesem Beispiel – und ich bringe noch einige andere – allein an diesem Beispiel wird deutlich, Sie zocken auf die Nullzinspolitik. Sie zocken auf die Nullzinspolitik und verdrängen da ganz offensichtlich, dass Zocken auf die Nullzinspolitik bedeutet, Zocken auf Kosten der sparenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande. Das ist nämlich die Folge der Nullzinspolitik. Die bekommen nichts mehr auf ihre Spareinlagen, sondern müssen dafür bald noch bezahlen. Das kam ja gerade vorhin wieder eine Altmeldung von der EZB. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lebensversicherungen, die Altersversorgung von vielen ist auf alle Fälle in einer kritischen Phase. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, kalt lächelnd nimmt dieses die Bevölkerung schädigende Verhalten der EZB die Landesregierung mit. Eine dritte Bemerkung. Sie zocken darauf, dass es in der Zukunft schon gut gehen wird. Glauben Sie denn allen Ernstes, dass auch in den verbleibenden drei Jahren Ihrer Landesregierung oder zweieinhalb Jahren Ihrer Landesregierung nicht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sich verändern, und zwar zum Negativen gehen? Haben wir nicht gerade in den letzten 48 Stunden mehrere entsprechende Hinweise sowohl von Landesbanken wie auch von Professoris und wie auch von Investmentbankern gehört? Ich glaube, dass Sie allein an dem Klima in der deutschen Wirtschaft ablesen können, dass, sei es nun der Brexit, Verunsicherung ist ja leider häufig ein großer Grund, im wirtschaftlichen Bereich nicht aktiv zu sein, nicht zu investieren. Ist es vielleicht auch die Entwicklung in den Vereinigten Staaten von Amerika? Ist es vielleicht auch die Unsicherheit hinsichtlich der Wahlausgänge in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Frankreich und in anderen Ländern, die im kommenden 12 Monaten eine Regierung wählen, also auch die Bundesrepublik Deutschland, dass die Investitionen nun zurückgehen und dass gerade der Maschinenbau und andere, meine sehr verehrten Damen und Herren, im wirtschaftlichen Bereich wichtigen Player schlechtere Zahlen prognostizieren für die Zukunft und teilweise auch schlechtere Zahlen haben als in der Vergangenheit. Und wenn das richtig ist, dann kann man doch nicht blind darauf vertrauen. Und Sie merken, ich bin immer noch bei dem Grundansatz, bei der Statik des Haushaltes. Dann kann man nicht blind darauf vertrauen, es wird schon gut. Und wir nehmen einfach das Geld, was wir zusätzlich haben, knapp 2 Milliarden €, um Dinge zu machen, die mit Nachhaltigkeit und die mit Perspektive und die mit Effizienz wenig zu tun haben. Sie haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Haushalt vorgelegt, der allein auf mehr Einnahmen, mehr Ausgaben und Stellenzuwachs baut. Strukturelle, zukunftsgerichtete Dinge haben Sie nicht gemacht. Kollege Schmidt hat darauf hingewiesen, Investitionen sehr lau, sehr, sehr lau, und eine strukturelle Veränderung der Verwaltung, also dass man mal irgendwo nachschauen kann, und das ist Ihre Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe von Opposition, so etwas zu machen, irgendwelche Hinweise darauf, wo Sie denn strukturell einsparen wollen in der Landesvertretung, in der Landesverwaltung, nicht in der Landesvertretung, vielleicht in der Landesvertretung auch, aber aus meinem vorherigen Tun in Brüssel ist das offensichtlich bei mir noch im Hinterkopf gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird nicht vorgelegt. Wir haben das, Florian Rentsch und ich und Nicola Beer, als wir Verantwortung als Staatsminister in diesem Lande haben, in unseren Ressorts jeweils getan. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das Justizministerium nunmehr in einer Antwort auf eine Parlamentsinitiative nicht von der FDP bestätigt hat, dass sich die Maßnahmen im Justizbereich erheblich positiv gerechnet haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf auch wieder ohne Polizeischutz nach Schlüchtern und ohne Polizeischutz nach Usingen fahren. Das Problem der Schließung der Gerichte dort hat sich ganz offensichtlich ausgesetzt. Warum sage ich das? Weil das ein weiteres Symbol Ihrer Politik ist. Ja, nirgendwo scheinbar negative Entscheidungen zu treffen. Man muss ja nur einmal das Ressort des Justizministeriums anschauen, und Kollege Rentsch wird das sicherlich noch viel fundierter in der zweiten Lesung vortragen können. Brauchen wir wirklich die Zahl der Justizvollzugsanstalten an den Orten, an denen sie sind? Ist die Gerichtsorganisationsstruktur wirklich schon abgeschlossen, oder kann man nicht noch an anderer Stelle effizient arbeiten?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wieso eigentlich wurde das Landesschulamt abgeschafft, damit jetzt zusätzliche Bürokratie entsteht? Wieso sind die Maßnahmen, die Kollege Rentsch in einem Teil der Straßenbauverwaltung fortgeführt hat, die dieser Posch begonnen hat, warum werden die nicht weiter betrieben? Überall dort, wo strukturelle Veränderungen notwendig sind, um Einsparungen zu erreichen, überall da kneifen Sie, machen Sie nichts, wollen, ich sage nur einmal Limburg als Beispiel im Justizvollzugsanstaltsbereich, wollen dort nicht anecken, haben Angst vor den negativen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese negativen Meldungen sind ja nur Eintagsfliegen, wie Sie z. B. bei den Wahlergebnissen meiner Partei in den Orten erkennen können, in denen entweder Florian Rentsch oder ich Behörden geschlossen haben. Das hat sich in keinster Weise negativ ausgewirkt. Man muss halt nur Mut haben. Und das ist der vierte Punkt von mir. Dieser Haushalt ist mutlos. Er rollt Ergebnisse über, ersetzt noch etwas beim Bereich von, darf es ein Viertel mehr sein, obendrauf. Aber, und deshalb, lieber Herr Kollege Kaufmann, ich habe ordentlich aufgepasst, als Sie mich angesprochen haben. Ich habe auch sonst aufgepasst, als Sie geredet haben. Aber ich verstehe immer noch nicht die rote Linie in dem Haushalt, es sei denn, Sie sind mit dem einverstanden, was ich eben am Anfang gesagt habe. Es ist ein Haushalt, der in guten Zeiten vieles verfrühstückt und der ein ganz, ganz großes Risiko für schlechte Zeiten ist. Und die schlechten Zeiten werden einfach irgendwann einmal kommen. Und dann kann ich nur hoffen, dass es noch in Ihrer Amtszeit ist, damit Sie dann mit Ihnen von Ihnen eingebrockten Problemen auch selber umgehen müssen. Wir haben neben den hohen Mehreinnahmen die Neuverschuldung von 350 Millionen €. Sie feiern das als Sieg. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich eben gerade in der dpa-Meldung das in Überschrift auch so lesen kann. Was ist denn daran ein Sieg? Was ist denn ein Sieg, wenn eine Einnahme von 2 Milliarden € auf der einen Seite da ist und auf der anderen Seite man trotzdem noch zusätzlich Schulden machen muss? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Armutszeugnis, dass Sie noch Schulden aufnehmen, und es ist kein Sieg. Und da will ich den Kolleginnen und Kollegen sagen, weil das Thema Rücklagen vorhin eine Rolle gespielt hat in dem Redebeitrag des Kollegen Kaufmann, der Haushalt hat eine Unterdeckung von über 500 Millionen €. Und neben der Netto-Neuverschuldung von 350 Millionen € werden noch 181 Millionen € aus den Rücklagen herausgenommen. Nur damit man eine Dimension dafür bekommt, dass die Zahlen noch schlechter sind, als ich sie eben vorgetragen habe. Rücklagen sind Schulden aufs Sparbuch legen. Rücklagen sind Schulden aufs Sparbuch legen. Und ja, in einer Zeit, in der es für die Schulden keine Strafzinsen gibt oder keine Zinsen gibt, fällt das nicht so wirklich haushalterisch auf, aber mentalitätsmäßig natürlich umso mehr. Man kann ja mal machen, ist dahinter. Sie kriegen doch keinen Amtsleiter, Sie kriegen doch keinen Mitarbeiter, Sie kriegen schon mal gar nicht irgendwelche Vertretungen der Gewerkschaftlichen oder der Personalvertretung dazu mitzumachen bei Einschränkungen, wenn Sie sich selbst so als Landesregierung benehmen. Ich kann nur darauf hinweisen, wir haben z.B. bei der Arbeitsgerichtsbarkeit es geschafft, dass es ein einvernehmlicher Vertrag zwischen dem Justizministerium und dem Personalrat gegeben hat. Da wurde ein Vertrag abgeschlossen, einer Zeit, in der Sie so wie jetzt ausgeben, wo es geht, werden Sie niemanden dazu bewegen, in strukturelle Ersparungen, in strukturelle Umorganisationen hereinzukommen. Aber wir haben das Gefühl, Sie wollen das ja auch gar nicht. Sondern Sie wollen ja, dass es so bleibt, wie es ist. Und das Unambitionierte, was offensichtlich sowohl Kollege Schäfer-Gümbel wie auch ich bei der ersten Pressekonferenz schon festgestellt haben, das Unambitionierte liegt dann ja auch darin, dass Sie eigentlich eine Haushaltsrede nach altem Stil vorgetragen haben. Stolz, ich habe jetzt nicht mitgestoppt, wie das der Kollege Schmidt gemacht hat. Stolz erzählen mindestens 25 Minuten lang, wo man jetzt überall zusätzlich Geld ausgibt. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass das die Politik des letzten Jahrhunderts ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass durch die Diskussion um die Schuldenbremse und die Umsetzung der Schuldenbremse und 70 % der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben Ja zur Schuldenbremse gesagt.
Sie wollen nicht, dass Ihre Kinder und Kindeskinder weiter zusätzlich mit Schulden belastet sind. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Lieber Herr Kollege Dr. Arnold, wie kann man auf so etwas auch noch stolz sein? Sie haben es nicht verstanden. Ich sage es lieber noch einmal. 2 Milliarden zusätzlich im Sack. 2 Milliarden zusätzlich im Sack. Und trotzdem noch eine Unterdeckung von über 500 Millionen und deshalb 350 Millionen Schulden machen. Das ist doch keine Leistung. Das ist ein Armutszeugnis. So macht man keine Haushaltspolitik. Es sei denn, man will einen Sack zusätzlich noch haben, um dann im letzten Jahr vor der Landtagswahl mit den Scheinchen durchs Land zu gehen. Und das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine alte, das ist in meinen Augen eine sehr, sehr, sehr wenig in die Generationengerechtigkeit eingreifende Politik. Es geht nicht mehr darum, den Menschen zu erklären, dass da noch etwas zusätzlich gemacht wird, dass da noch etwas zusätzlich gemacht wird, dass da noch etwas zusätzlich gemacht wird, sondern es geht den Menschen auch klarzumachen, dass es irgendwann einmal Schluss ist mit dem Zusätzlichen, dass man andere Dinge dann, kommen wir gleich dazu, bei Flüchtlingen müssen wir zusätzlich machen, ohne Frage, dass aber dann andere Dinge auch ein bisschen, Sie haben das im Hochschulbereich so schön gemacht, über Jahre gezogen wird. Also Sie erzählen ja immer noch, dass der Hochschulpakt genau dasselbe sei wie in der Landesregierung bis 2013. Ist er ja nicht, weil er über Jahre gezogen wurde. Und da muss man das mit anderen Dingen halt auch machen. Das machen Sie nicht, sondern Sie wollen nur zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um dann pressewirksam durch das Land zu fahren und zu zeigen, dass Sie Geld ausgeben. Die Menschen merken immer mehr, dass es ihr eigenes Geld ist. Und die Menschen merken immer mehr, dass sie das unfair finden. Deshalb prognostiziere ich, so jedenfalls kann man eine Wahl nicht gewinnen, auch wenn Sie gerade sehr stolz darauf sind, dass die von Ihnen in Auftrag gegebene, Umfrage ein so gutes Ergebnis für die Regierung und für die tragenden Parteien gebracht hat. Ich kündige jetzt schon für die FDP-Fraktion an, dass wir in jeder kursorischen Lesung, man kann sich darauf schon qualifiziert vorbereiten, genau wissen wollen, ich sage es mal etwas flapsig, wie das mit den Stellenmehrungen ist. Es gibt ja eine Reihe von gegenläufigen Programmen auch in Ihrem Haushalt. Dagegen habe ich nichts. Das muss auch so sein. Auf der einen Seite Flüchtling, auf der anderen Seite Ausgleich der reduzierten Wochenarbeitszeit, jedenfalls für die Menschen bis 50 Jahre. Dann das alte Stellenabbauprogramm aus Ihrer Hand. Und dann die zusätzlichen Stellen, z.B. im Bereich auch der Sicherheit. Sehr verehrte Damen und Herren, wir wollen genau wissen, wie viel bleibt nachher unter dem Strich tatsächlich übrig. Ich habe nämlich das Gefühl, wie auch immer, und wenn es brutto ist, dann können wir es gerade noch umrechnen. Ich habe das Gefühl, dass wir nämlich hier auf der einen Seite eine Blase aufgebaut bekommen haben von der Landesregierung nach dem Motto, so und so viele zusätzliche Stellen, was sind wir doch für Hechte? Und auf der anderen Seite dann aber feststellen, wenn Sie das dagegen rechnen, dass da gar nicht mehr viel übrig bleibt. Bei einem Ressort habe ich sogar die Vermutung, aber ich bin ja nur Jurist, sollen das die Haushälter in den kursorischen Lesungen genau noch einmal erklären, dass es sogar letztlich weniger sind. Dreist ist dann aber dabei, dass man z.B. beim Wirtschaftsministerium zusätzlich 12 neue Stellen hat, davon 6 ins Ministerium gehen. Dreist ist es, dass im Umweltministerium 8 Stellen ins Ministerium gehen. Sehr verehrte Damen und Herren, was hat das denn jetzt auf einmal mit Nachhaltigkeit zu tun? Wir wissen es doch. Und wir wissen es auch aus gemeinsamem Tun. Und Herr Dr. Arnold als ehemaliger Staatssekretär im Hessischen Finanzministerium weiß es sogar noch besser als ich. Den Hessen wird im Ländervergleich seit bestimmt 15 Jahren vorgehalten, dass die Kosten des Regierungshandelns, wie es so schön neudeutsch heißt, sehr, sehr hoch ist. Jetzt kann man natürlich ein bisschen daran argumentieren, und das habe ich auch in meinen 5 Jahren als Ministerpräsident häufiger geübt, dass man sagt, wir haben eine andere Struktur. Manches ist bei uns direkt dem Ministerium zugeordnet. Klassisches Beispiel Justizprüfungsamt oder Justizvollzug, um nur 2 Dinge zu nennen, die in meinem ehemaligen Verantwortungsbereich waren. Aber hoch sind wir da schon. Und da legen wir jetzt auch noch drauf. Und dass es dann auch die grünen Ministerien sind, lieber Herr Kollege Kaufmann, haben Sie vorhin vergessen vorzutragen. Deshalb ergänze ich es gerne. Also 12 Stellen im Wirtschaftsministerium, davon 6 gehen ins Haus und 8 Stellen sogar
ins Umweltministerium. Das ist und bleibt keine nachhaltige Politik. Einiges von dem, was ich auf meinem Zettel stehen habe, kann ich deshalb Ihnen ersparen, noch einmal vorzutragen, weil es der Kollege Schmidt bereits getan hat. Das schönste Beispiel sind die ÖPNV-Mittel. Wie man sich darüber freuen kann, okay, das ist vielleicht die Freude gegenüber Herrn Schäuble. Hat man ja nicht immer Freude mit ihm, auch als Landesregierung nicht. Da kann man sich dann mal freuen, aber eigene Leistung null. Eigene Leistung null, kommunales Investitionsprogramm. Na ja, null nicht, lieber Kollege Schmidt. Ein bisschen kommt schon aus dem Landeshaushalt, aber das meiste kommt aus Berlin. Und wenn man dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch noch stolz sich hier hinstellt, wie das Herr Dr. Schäfer getan hat, und sagt, wir haben aber 90 Millionen € für den Landesstraßenbau behalten, meine sehr verehrten Damen und Herren, da kann man nur etwas scherzhaft sagen, Ihr Dienstwagen muss wirklich gut gefedert sein. Ihr Dienstwagen muss wirklich gut gefedert sein. Also meiner ehemals war es nicht. Meiner ehemals war es nicht. Und ich habe eine Reihe von Schlaglöchern mitbekommen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil es ja auch nicht lächerlich ist, sondern es ist ein Thema, an dem deutlich wird, Investitionen in die Zukunft sind bei dieser Landesregierung nicht angesagt, sondern sie versuchen, durch die Reduzierung der Investitionen einen Haushaltsausgleich durchzuführen, obwohl sie 2 Milliarden € mehr Einnahmen haben. Ich wiederhole mich immer wieder, damit es auch ein bisschen in die Köpfe auch der uns begleitenden Journalistinnen und Journalisten geht. Wenn Sie schauen bei der Investitionsquote, ist das Land Hessen an zweiter Stelle und wieder von hinten. Übrigens dasselbe Spiel wie heute Morgen, nur Bremen ist schlechter. Das hatten wir heute Morgen ja schon einmal gehabt. Da war es für die Länge der Bearbeitungszeit von Lohnsteueranträgen oder Lohnsteuerfestsetzungen. Und jetzt ist wieder dasselbe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen ist viel zu wichtig, weil an Hessen kein Weg vorbeigeht, wie der Minister so schön gesagt hat, dass es mit Investitionen auch wieder gefüllt werden muss. Dieser Haushalt erfüllt nicht die Statik, die wir Freie Demokraten an einen Haushalt richten, der nach vorne schaut, der Risiken abfedert, der Investitionen erhöht, sondern es ist ein Haushalt, wo mit vielen Schecks in Zukunft ganz offensichtlich herumgezogen werden soll und Pressekonferenzen gemacht werden soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind Ihrer Aufgabe in diesem Punkt leider nicht gerecht geworden. Ich freue mich auf die fachlichen Diskussionen. Ich freue mich auf die zweite und auf die dritte Lesung. Und ich schlage zum Schluss noch einmal vor, habe ich vielleicht in verschiedensten Rollen schon 15 Mal gemacht, wir sollten uns auch überlegen, ob wir uns dieses Ritual immer weiter so antun. Also, wenn man sieht, bei der Rede der größten Oppositionspartei waren gerade 4 CDU-Kolleginnen und Kollegen im Raum. Der Einzige, der tapfer durchhält, ist Dr. Walter Arnold. Aber das hat auch etwas mit dem Posten des finanzpolitischen Sprechers zu tun. Ansonsten, ich will gar nicht die Kollegen kritisieren, die zum Essen gegangen sind. Verstehen Sie mich bitte falsch. Sondern das System scheint mir irgendwie suboptimal angelegt zu sein. Wir waren ja auch häufig nur ganz alleine dort. Das trifft also alle Fraktionen. Müssen wir das wirklich noch so machen? Ich glaube, auch das gehört aufgearbeitet. Aber zunächst einmal gehört der von Schwarz-Grün eingebrachte Haushalt aufgearbeitet hin zu mehr Nachhaltigkeit und weniger Schulden. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Dirk-Uwe Hahn. Das Wort hat Dr. Walter Arnold für die CDU-Fraktion. Walter, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist, lieber Kollege Hahn, sicherlich kein Ritual, wenn das Parlament sich über den Haushalt die Zeit nimmt, in drei Lesungen und entsprechenden Haushaltssitzungen schon auf die Einzelheiten einzugehen. Ich glaube, es macht auch Sinn, die unterschiedlichen Standpunkte zu erörtern. Dazu gehört in der ersten Lesung auch einmal die generelle Betrachtung des Haushaltes. Es gibt mir Gelegenheit, für meine Fraktion, aber da schließe ich ausdrücklich auch unseren Koalitionspartner ein, deutlich zu sagen, dieser Entwurf, der von der Landesregierung vorgelegt worden ist für den Haushalt 2017, ist nach unserer Überzeugung ein Paradebeispiel für einen höchst soliden, für einen gut finanzierten, in Teilen
ehrgeizigen, aber vor allen Dingen verlässlichen Haushaltsentwurf. Das möchte ich gerne deutlich machen. Das Erste, was ich anführen möchte, um deutlich zu machen, dass die schwarz-grüne Koalition für eine verlässliche Politik steht, ist, dass wir auch im Jahr 2017 den vorgesehenen Abbaupfad zur Realisierung der Schuldenbremse konsequent weiter abarbeiten. Und, lieber Kollege Hahn, man kann über das, was Sie vorgetragen haben, durchaus diskutieren. Es gibt unter Umständen auch die Möglichkeit, die Neuverschuldung jetzt schon zurückzuführen, Rückstellungen vielleicht, Rücklagen vielleicht aufzulösen. Aber ich möchte gerne an der Stelle den Begriff aufnehmen, den der Kollege Kaufmann zu Recht gesagt hat. Wir wollen noch einen stressresistenten Haushalt hier haben. Und wir wissen nicht genau, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Und allein die Tatsache, dass die Zahl der Flüchtlinge sich in 2016 deutlich abgesenkt hat zum Vorjahr, ist noch kein Garant dafür, dass das so bleibt. Und deswegen sind wir alle sehr dafür, die wir uns in den beiden Regierungskoalitionen uns mit dem Haushaltsentwurf beschäftigt haben, dass hier Finanzminister Schäfer einen vorsichtigen, einen soliden Haushaltsentwurf vorlegt, gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen, der einfach auch diese Möglichkeiten beachtet. Wir haben bei der Nettokreditaufnahme für 2017 den Betrag von 350 Millionen € noch vorgesehen. Das ist deutlich weniger, 240 Millionen €, als nach der Ablaufplanung möglich. Aber es zeigt auch deutlich, diese schwarz-grüne Koalition will eine Zukunft ohne ständig wachsende Schuldenberge. Das ist ein Auftrag, meine Damen und Herren, den wir alle bekommen haben durch die hessischen Bürger, eine 70-prozentige Zustimmung in der Verfassung. Und das möchte ich uns allen noch einmal auf die Fahne schreiben, dass das wichtig ist, dass das entsprechend auch umgesetzt wird. Ich möchte auch die Frage ganz deutlich erheben, ob es eigentlich noch unser aller Absicht ist, an dieser Schuldenbremse festzuhalten. Denn wenn ich beispielsweise Pressemitteilung des letzten Jahres mal uns vor Augen führen darf, ist von Seiten der SPD-Spitze beispielsweise Ihre Generalsekretärin Frau Faeser, aber auch Herr Schäfer-Gümbel durchaus die Frage der Schuldenbremse relativiert worden und auch öffentlich über eine Verlängerung des Abbaupfades der Schuldenbremse nachgedacht worden. Ich will einmal deutlich eines sagen. Dieser Aufbau, auch die generelle Linie, Herr Kollege Hahn, zeigt, dass die Schuldenbremse und ihr Abbaupfad umgesetzt werden kann, und zwar ohne Wenn und Aber. Und das muss auch die Botschaft dieses Haushaltsentwurfs sein. Daran halten wir fest. Davon wird auf keinen Fall abgerückt. Und das Zweite, was ich hier deutlich machen möchte, wir halten weiterhin auch daran fest, dass wir spätestens 2019 einen strukturell ausgeglichenen Landeshaushalt haben wollen, ein Jahr früher als eigentlich vorgesehen, und dass ab 2019 auch damit begonnen werden soll, Altschulden abzubauen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt hier zu diesem Haushaltsentwurf. Und diese verlässliche Politik macht sich in einigen Bereichen sehr deutlich merkbar. Zum Beispiel mehr Sicherheit in Hessen in 2017, in dem zusätzlich 635 Stellen dort vorgesehen sind. Auch das ist eine Investition. Zwar nicht die Investition in Beton oder im Straßenbau, die Sie jetzt angesprochen haben oder bemängelt haben, aber auch das ist wichtig. 500 Stellen für die Polizei und für den Verfassungsschutz, 100 Stellen im Justizbereich und 35 Stellen in der Steuerfahndung. Die Verlässlichkeit setzt sich in der Bildung fort. Die schwarz-grüne Koalition investiert in die Köpfe in unserem Bundesland, schafft in 2017 im Bildungsbereich zusätzliche 1.200 Stellen. Auch das kann sich jeder ausrechnen, was das in Geld bedeutet. Auch das ist eben die Frage, wenn ich noch einmal an das erinnern darf, was vorgerechnet wurde, wo sind denn die 2 Milliarden Mehreinnahmen im Grunde genommen hingegangen? Aber ich möchte auch deutlich machen, dass wir gerade bei der Bildungsoffensive unsere 105-prozentige Lehrerversorgung, die Erweiterung der Ganztagsschulenangebote, der Pakt für den Nachmittag, aber auch die 2,1 Milliarden € für den Hochschulbereich, dass das alles dazu führt, dass wir hier auch eine klare, verlässliche Politik nachweisen.
Ganz wichtig ist mir, einmal deutlich zu machen, wie sehr wir in den Ansätzen des Haushalts auch zeigen, dass wir ein verlässlicher Partner der kommunalen Familie sind. Das ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber diese verschiedenen Pakete bündeln sich ja zu einer intensiven Unterstützung der kommunalen Familie. Zum einen muss man deutlich sagen, dass durchaus Landes- und Bundesmittel zusammen die hessischen Kommunen rund 7,6 Milliarden € bekommen in 2017, 25% mehr als die in 2015 ausgezahlten Mittel. Alleine über den kommunalen Finanzausgleich bekommen die hessischen Landkreise, Städte und Gemeinden im nächsten Jahr fast 4,6 Milliarden €. Das sind 220 Millionen € mehr als in diesem Jahr. Das ist eine Rekordhöhe. Es zeigt, dass der neue kommunale Finanzausgleich, der auch besonders die Bedarfe in den Kommunen feststellt, hier dafür sorgt, dass unsere Kommunen besser finanziert sind, als sie das in der Vergangenheit waren. Sicherlich auch eine gute Botschaft für den kommunalen Bereich, meine Damen und Herren. Eine weitere Erfolgsquote, die eben eine Erfolgsstory, die eben auch im Kommunalbereich Landesmittel hier entsprechend abfordert, ist der kommunale Schutzschirm. 3,2 Milliarden €. Wir haben den Bericht erhalten, dass eben bei den 100 besonders finanzschwachen hessischen Kommunen erste Erfolge zu verzeichnen sind. Und wenn diese Kommunen bis 2020 wirklich ihren Haushalt konsolidieren können mit diesem eingesetzten Geld, ist das wiederum ein Erfolg, zu dem auch die Grundlagen in diesem Haushalt entsprechend wieder gesetzt werden. Das ist ein einmaliges, beispielhaftes Projekt. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Auch das kostet uns Geld, Herr Kollege Schmidt, das mit also hier eingesetzt wird. Und das Dritte, was ich hier noch einmal deutlich machen möchte, ist das kommunale Investitionsprogramm. Zwar Bund und Länder, die hier also bei der Realisierung von kommunalen Investitionsprogrammen helfen, aber insgesamt ist es 1 Milliarde €. Minister Schäfer hat von den rund 2.000 Anträgen gesprochen, die bereits bei der WI-Bank eingegangen sind. Auch das ist Landesmittel, gut eingesetztes Landesmittel. Und das, Herr Kollege Hahn, ist auch ein Beispiel dafür, wie wir in diesem Haushalt entsprechend die Mittel einsetzen. Ich bin sehr dankbar, dass Herr Minister Schäfer davon gesprochen hat, dass wir auch bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen den Kommunen ja helfen durch entsprechende Asylpauschalen, die nach Bedarf gestaffelt sind. Und auch bei der Frage, wie geht man damit um mit entsprechenden Flüchtlingsunterkünften, die jetzt nicht belegt sind. Und diese Asylpauschalen werden ja nur für tatsächlich vorhandene Asylanten und Flüchtlinge bezahlt. Auch da bin ich dankbar dafür, dass hier über eine Lösung nachgedacht wird. Ich hoffe sehr, dass es da zu einer guten Einigung auch mit der kommunalen Seite kommen wird. Ich möchte hier auch noch einmal sehr deutlich herausarbeiten, dass in den letzten beiden Jahren, aber auch jetzt hier in diesem Haushalt, die Hessische Landesregierung und auch die beiden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN rechtzeitig entschlossen und umsichtig die Herausforderungen der Aufnahme und der Integration von Flüchtlingen angegangen sind. Dazu habe ich leider, Herr Kollege Schmidt, von Ihnen gar nichts gehört oder nur wenig gehört. Sie haben, na ja, gut, dann habe ich vielleicht das nicht richtig aufgenommen. Dann haben wir noch einmal Gelegenheit, darüber zu reden. Aber ich will mal eins deutlich sagen. Wir haben im Jahr 2015 in unserem Bundesland Hessen insgesamt 79.788 Menschen als Flüchtlinge aufgenommen. In diesem Jahr 2016 bis Ende August 2016 sind es deutlich weniger, aber immerhin noch 19.778 Flüchtlinge. Ich erinnere daran, im letzten Jahr der Hessische Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, immerhin rund 1,2 Milliarden €, die wir dort aufgewendet haben. Aber in diesem Jahr sind es 1,64 Milliarden € eingeplant, um eben hier diesen Menschen die Gelegenheit zu geben, sich entsprechend bei uns wohlzufühlen, aber auch integriert zu werden. Ich möchte an der Stelle einmal deutlich sagen, meine Damen und Herren, es geht nicht nur darum, genügend Geld bereitzustellen. Es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass dieses Geld richtig eingesetzt wird und dass es
tüchtige und motivierte Menschen gibt, die das entsprechend auch umsetzen. Und wenn ich einmal an die Berichte denke, die wir alle leider aufnehmen mussten aus anderen Bundesländern, wie dort also brennende Asylbewerberunterkünfte zu sehen sind oder belagerte Busse, aus denen Flüchtlinge nicht aussteigen konnten. Wenn wir heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen lesen, wie dort also in anderen Bereichen jetzt schwierige Flüchtlingssituationen zu beklagen sind, dann möchte ich doch einmal deutlich machen, dass nach meinem Eindruck, und ich hoffe, dass Sie mir da auch zustimmen, in Hessen die Flüchtlingssituation wesentlich entspannter, weil eben viele Beteiligte auch sehr professionell damit umgegangen sind. Und das muss man an dieser Stelle auch einmal deutlich sagen. Ich möchte, und da wäre ich dankbar, wenn der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion mir vielleicht auch noch ein bisschen zuhört. Das wäre ganz gut an dieser Stelle. Ich möchte, und ich hoffe, ich spreche im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, mal deutlich sagen, dass wir stolz darauf sein können miteinander, wie in Hessen Bevölkerung, Behörden, ehrenamtliche Helfer diese Herausforderung souverän und erfolgreich professionell angegangen sind. Also ein Dank den Regierungspräsidenten, den Landräten, den Bürgermeistern, ihren Mitarbeitern, aber allen ehrenamtlichen Helfern der Polizei, der Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, die wirklich hervorragend an diese Herausforderung herangegangen sind und das wunderbar bewältigt haben. Und ich möchte dazu eins auch noch einmal sagen, meine Damen und Herren, weil ich überzeugt bin, dass viele das miterlebt haben, was das für eine riesige Arbeit war. Ich möchte an der Stelle auch einmal unserem Sozialminister Stefan Grüttner, ich möchte auch einmal Staatssekretär Werner Koch und Staatssekretär Dippel und auch dem Ministerialdirigenten Elmar Damm aus dem Finanzministerium herzlich danken, die mit ihren Kollegen und Kolleginnen tolle Arbeit geleistet haben. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen, sondern auch einmal an der Stelle Danke zu sagen für gute Arbeit. Das möchte ich herzlich also noch einmal hier deutlich machen. Natürlich höre ich von vielen Kollegen und Kolleginnen, dass wir viel mehr Geld jetzt sofort brauchen für nicht nur Sanierung, sondern auch Neubau im Straßenbaubereich, in der Infrastruktur. Aber auch da sind die Mittel, die wir dort einsetzen können, eben auch überschaubar. Aber immerhin sind es 144 Millionen € in diesem Jahr für den Erhalt, für die Aufstockung der Planungsmittel, auch für entsprechende Ausgaben im Bereich für Fremdvergaben. Über den ÖPNV haben wir gesprochen. Aber ich denke, dass es hier auch kluge Ideen gibt, um dort die Wirtschaftlichkeit beim Erhalt der Angebote auch weiterhin darzustellen. Natürlich, das will ich gar nicht unterschlagen, bei all diesen Ausgaben hilft die gute Steuereinnahmesituation und auch mit Blick auf den Schuldendienst das aktuell niedrige Zinsniveau. Aber ich will einmal deutlich machen, auch die hohe Leistungsfähigkeit der Unternehmer und Arbeitnehmer in Hessen trägt dazu bei, dass wir so gute Steuereinnahmen haben. Aber das ist nicht nur eine Frage des schönen Wetters und des Sonnenscheins, sondern es ist auch die Frage von guten Rahmenbedingungen, die durch die Politik gesetzt werden. Gerade auch hier in Hessen noch das, meine Damen und Herren, möchte ich einmal deutlich erwähnen. Und mit Blick auf die Wirtschaft, auch das ist etwas, was Sie nicht leugnen können und auch nicht wollen, nehme ich an, Herr Kollege Schmidt. Die Zahl der Lassen Sie mich doch gerade erst ausführen, dann können Sie ja widersprechen. Kommen Sie zum Mikrofon und widersprechen Sie mir gerne. Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich erhöht in 2015 noch einmal um rund 1 % und mit 3,34 Millionen haben wir dort einen neuen Rekordwert. Wir sind bei dieser Zuwachsrate unter den Top 3 aller Bundesländer und das zeigt, wie gut eben auch unsere Wirtschaft sich entwickelt. Eins hat mir gefehlt bei allen Kollegen, die jetzt zu diesen Haushaltsfragen gesprochen haben. Und ich möchte, dass dir noch einmal deutlich dieses Thema angehen, nämlich die Frage des Länderfinanzausgleichs. Ich glaube, wir müssen oder nicht in dieser Deutlichkeit, denn da komme ich auch noch einmal auf Sie zu sprechen, Herr Kollege Schmidt. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass wir die andauernde Belastung des Landes Hessen jetzt und in der Vergangenheit durch den LFA mit Sorge betrachten müssen. Für das kommende Jahr sind hier 1,8 Milliarden € für LFA-Zahlungen vorgesehen. Wir waren im ersten Halbjahr 2016
der größte Pro-Kopf-Zahler im Länderfinanzausgleich. Eine Zahl, glaube ich, beleuchtet das Ganze sehr gut. Von 1998 bis 2015 hat Hessen insgesamt 36,3 Milliarden € in den LFA eingezahlt. Im gleichen Zeitraum betrug die Nettokreditaufnahme 21,8 Milliarden €, also immerhin ein Saldo von plus 15,5 Milliarden €. Der hätte uns im Haushalt zum Abbau unserer Schulden durchaus gut getan. Ich möchte aber hier zu meinem Punkt kommen. Wir stehen, glaube ich, alle miteinander durchaus zu einer nachvollziehbaren Solidarität unter den Bundesländern. Aber wir brauchen eine wesentliche strukturelle Entlastung Hessens bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Das tut unserem Haushalt ausgesprochen gut. Und spätestens mit der notwendigen Anschlussregelung für die im Jahr 2019 auslaufende jetzige Ausgleichskonstruktion müssen wir diese Entlastung haben. Und da muss doch jedem im Grunde genommen im Moment völlig unverständlich sein, warum beim derzeitigen Stand der Verhandlungen es nicht weitergeht. Es ist so, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, dass alle 16 Bundesländer sich bereits über ein gemeinsames Reformmodell geeinigt haben. Das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Dieser Reformansatz würde Hessen, wie gewünscht, deutlich und strukturell entlasten. Und dabei, Herr Kollege Schmidt, können Sie sicherlich auch einmal mit Ihren SPD-Kollegen dafür sorgen, dass wir jetzt, da komme ich drauf, in der Auseinandersetzung mit dem Bund, der das noch im Moment blockiert, ein Stück weiterkommen. Bei allem Verständnis dafür, dass der Bund seine nun in drei aufeinanderfolgenden Jahren erfolgreiche Finanzpolitik ohne eigene Netto-Neuverschuldung fortsetzen will. Bundeshaushalt und Länderhaushalte sind zwei getrennte Vorgänge. Ich verlange und ich fordere, dass der Bund seinen Widerstand aufgibt und endlich in einen von allen Bundesländern und ihm selbst getragene Reformlösung einsteigt, so wie sie jetzt konzipiert wird. Auch der Kollege Schäuble, auch die hessischen Bundestagsabgeordneten, da nehme ich meine nicht aus, die der CDU, aber auch die der SPD. Wir sollten als Landespolitiker dafür sorgen, dass diese derzeitige, ja, dass beide, so ist es, dass diese Blockadehaltung endlich einmal verändert wird. Ich will zum Schluss kommen und will eins noch einmal deutlich machen. Es ist ja offensichtlich ein Punkt, der in Berlin beide Regierungsfraktionen beschäftigt und wir als Landespolitiker allen Grund haben, im Sinne unseres hessischen Haushalts, da haben wir alle was davon, Entsprechendes zu bewirken. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Wir haben heute von der Opposition sehr unterschiedlich, aus sehr unterschiedlichen Betrachtungswinkeln, einiges an Kritik an diesem Haushaltsplanentwurf gehört. Das war eigentlich zu erwarten. Was ich auch erwartet habe, dass mehr Investitionen, mehr Stellen, mehr Ausgaben und mögliche andere Dinge dort aufgezeigt worden sind. Nur, was wir miteinander nicht vergessen dürfen und was ich von den Oppositionsrednern leider nicht in der Deutlichkeit gehört habe, wenn wir über seriöse Ansätze reden, müssen auch mögliche Mehrausgaben entsprechend gegenfinanziert werden. Das ist ein entscheidender Punkt. Das verlange ich von meinen Kollegen und Kolleginnen der Fraktionen, aber auch von allen anderen. Es kann nicht sein, dass die Aufgabenteilung hier in diesem Hause so ist, dass die Vertreter der Opposition draußen im Land so ziemlich jedem Bürger ziemlich alles versprechen, was sie gerne hören wollen, und wir uns dann darum kümmern, wie es finanziert wird. Das scheint mir in manchen Aussagen, auch vom Kollegen Schmidt, genauso zu sein. Das kann nicht sein. Ich hoffe, na, wir werden es ja sehen in den Diskussionen. Ich hoffe auf eine solide, auf eine konstruktive Beratung dieses Entwurfs. Und ich hoffe auch, dass wir miteinander den Verfassungsauftrag, die Schuldenbremse umzusetzen, erfolgreich auch weiterhin so sehen. Und ich hoffe auch, dass eine solide Haushaltspolitik weiterhin ein Markenzeichen von Hessen ist. Es ist ein Markenzeichen dieser schwarz-grünen Koalition, dieses Finanzministers, seinen Kolleginnen und Kollegen im Kabinett. Und daran wollen wir festhalten. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Arnold. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann stelle ich fest, dass die erste Lesung des Gesetzentwurfs des Haushaltsgesetzes erfolgt ist, zusammen mit der Behandlung des Antrags der Landesregierung betreffend den Finanzplan. Sowohl der Gesetzentwurf wie auch der Antrag werden vereinbarungsgemäß zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss überwiesen.